Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge Train Fever. Ja, heute werden wir uns nochmal um die Kulturstraßenbahn kümmern und den Fahrweg ein wenig optimieren. Wie Volker so schön in den Kommentaren bemerkte, bei der Fahrt mit der Kulturtraum sollte man am besten ein paar Kotztüten oder besser gesagt eine Lebensversicherung mitreichen. Das muss ja nicht sein. Also wenn wir den Fahrweg heute nochmal optimieren, dass die Straßenbahn dann nicht so irgendwelche Vollbremsung macht. Was ist denn hier los? Oh, das Thema kennen wir doch, oder? So. Und zwar nehmen wir die Straßenbahngleise. Ja. So, dann müssen wir die erstmal kurz downgraden. Und dann wieder upgraden. Das Thema kennen wir schon. Ja, aus dem Let's Play von Daniel. Beziehungsweise von Dani zockt. Aber hier steht nämlich gerade alles in der Gegend rum. Ich sehe auch warum, glaube ich zumindest. Die hier sollten wir ausbauen, die können wir nicht ausbauen. Die können wir ausbauen, die können wir auch ausbauen. Die bloß nicht. 2, 3. Pausieren tun wir da mal kurz. Und sagen Straße ausbauen. So. Ich hoffe, dass dann das jetzt geht. Monatswechsel, ne, Jahreswechsel. Sehr schön. So. Jetzt gucken wir uns den Fahrweg kurz an. Problem halt an der ganzen Geschichte ist, ich habe den Mod leider nicht drin, von wegen Hauptverbindung kappen und so. Da müssen wir uns was anderes überlegen, und zwar auch schon die Idee. Die Hauptverbindung ist ja im Endeffekt nur für Straße erstmal wichtig. So, jetzt stellen wir auf Pause. Und nehmen die Straße schon mal weg. Denn die soll hier anfangen gleich mit einer großen Straße. Bin ich richtig? Ja. Busspur, nein. Straßenbahn, ja. Kollision. So, nochmal. Haben wir. So. So, und dieser jetzt von dort hier bis hierhin ungefähr. Wird Stadtstraße. Dann soll es ab da Landstraße geben. Am liebsten würde ich es sehen, wenn wir sagen, können wir das eigentlich hier auch machen? Terrain nicht möglich? Warum nicht? Zu dicht oder was? Zu dicht an den Gleisen oder wie? Nehmen wir das nochmal weg. Eine Straße, große Landstraße. Warum? Ach so, ich verstehe. Er möchte halt gleich einen ganzen Tunnel bauen. Das ist ja blöd. Dann bleibst du natürlich genau so. Das ist natürlich schade blöd gelöst mit den Straßen. Ich würde jetzt gern hier einen Tunnel haben. Das geht natürlich. Ach, guck mal, wir kommen direkt hier rüber. Das ist ja schön. So. Dann gibt es hier eine schöne zarte Kurve darüber. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen.
würde am liebsten ihn auf diese machen. Geht das? Wie sieht denn die Kurve hier aus? Mach mal okay. Und ich würde dadurch gern die hier wieder loswerden. Geht das? Das geht. Weil ich glaube, die war damals einfach nur so hingezimmert. So, und dann machen wir jetzt hier Straße, Landstraße, Tramgleise, nein. Ist das hier eine Stadtstraße oder was? Was passiert denn? Hä? Moment. Landstraße, Straße, Landstraße, Busspur, nein, nein. Das geht. Das geht auch. Das geht nicht. Okay. Da müsste ich vielleicht... Jetzt kann ich natürlich beide nicht mehr abreißen. Aber ich kann tricksen kurz. Und zwar... Mir reicht ja, wenn ich den Teil abreißen kann. Und zwar, dass ich sage... Straße verkleinern, die... Und jetzt sage Straße, die hier rein. Wie sieht die Kurve jetzt aus? Okay. Die natürlich wieder weg. So. Das könnte ein bisschen laut gewesen sein. Jetzt haben wir den ersten 7 Minuten hoffentlich die Kulturtraum, dass sie da auch noch fährt. Ja. Also, Play. Wir haben immer noch das Problem hier. So, jetzt kommt die erste hoffentlich raus. Alles klar. Stopp. Dich verfolgen wir jetzt nochmal. Warte, wie war denn das? Hier war das. Zack. So. Und Feuer. Hier musst du kurz bremsen, okay. Aber hier dürfte doch jetzt eigentlich so weit sein, dass man hier nicht sagt, oh, Kotztüte. Okay. Sieht echt gut aus. Na schön. Mein Sprichwort dazu, wunderschöne Wassermelonen. Hier geht es in die Stadtstraße über. Und hier ist natürlich dann wieder dieser neuralgische Punkt, hier muss er bremsen. Ach so, ich sehe auch warum. Alles klar. Okay. Ja gut, also die Straßen kann ich nicht abändern hier, das geht nicht. Ist nun mal einfach so. Oh, okay. Da ändert sich das auch fast komplett. Erstaunlich, aber da kommt schon der nächste. Dann fahren wir nochmal zurück in die andere Stadt damit. Ja, nee. Die Haltestelle hier hinten ist natürlich jetzt benachteiligt dadurch. Dass der schon voll von oben kommt. So, ich möchte mal eigentlich schauen, wie das eigentlich mit meinem Busbahnhof darum aussieht, das können wir dann danach machen. Martina. Naja, da ist auch in zwei Fahrgäste sind zwar ausgestiegen, aber nicht viel. Ich überlege, ob ich die Straße auch ausbauen soll. Wahrscheinlich wird das dazu kommen.
Das kann die natürlich vorher geben, die Straßenbahn. Da fährt sie auch maximal 60 und der fährt doch nur mit 37 rüber, wenn ich das richtig sehe. Okay. Also die Strecke müsste doch jetzt viel besser aussehen, oder? Okay. Pulsen BL1, okay. Hier sieht schon wieder nach Stau aus. Ja. Und warum? Weil ich hier einen Loop gebaut habe. So ein Ärger aber auch. Stadtstraße. Da muss ich mir was einfallen lassen. Oh, einmal gegen das Mikro gekommen. Verdammt. Die Autos? Okay, Moment. Was passiert, wenn ich sage, ich lasse die Kulturtram nicht da hinten wenden, sondern lasse die in etwas größeren Bogen fahren? Bedeutet, wir lassen die Kulturtram. Vielleicht sollten wir die da hinten einfach von der Kreuzung kurz runterlassen. Hier runter juckeln. Ja, nun komm, fahr. Hier runter lassen wir sie fahren. Können wir mal die neuen Halt. Ne, ist eine Kultur dran. Nehmen wir die anderen Haltestellen wieder. Sprich, er fährt hier hoch. In. Fährt hier wieder runter. Hier. Hier. Und hier und hält dann wieder an der. Bedeutet für mich, ich muss die Kulturtram mal schnell nehmen. Die sagen die 9 und die 10. Und die 9. Und die. Die neue 9. Und hinter die 8. Die 9, die 10, die 11 setzen. In der Hoffnung, dass ich den Loop aufgelöst habe da hinten. Gut, er hat es noch nicht gecheckt, aber der nächste müsste es checken. So, und dann müssen wir für hier. Na, komm her. Ja, nicht. Zu viel rumhacken. So. Oh, was Kleines, Feines. Nehmen wir den Kleinen hier. Achso, und du kannst mal ins Depot fahren. So. Häusen. Moment. Das ist alles okay. Jetzt sind wir Straße. Die Preußen BL muss ich austauschen. Oh, da habe ich gar keinen eingesetzt. Okay. Ja, da können wir dann auch gleich die neuen Fahrzeuge zum Einsatz kommen lassen. Was fahrt denn hier so im Durchschnitt durch die Gegend?
Ihr Dreier. Ah, nicht besonders viel. Die ist hier. Die macht auch, machen auch Minus. Die fahrt auch nicht so viele durch die Gegend, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil dann sind hier nämlich die kleinen Fahrzeuge. Ganz gut. Machen wir mal kurz Stopp. Wie sieht's da mit Poison Beats? Ja, wieder falsch geklickt, ich weiß. Nee, doch, brauche ich ja. Die mal weg. Die BL2, warte mal, gehst du mal ins Depot. Dann haben wir da schon 72 Sekunden. Du gehst um ins Depot. Dann haben wir da 95 Sekunden. Sehr gut. Und ja, was fahrt ihr so durch die Gegend? Einer. Alle nur einen. Der hat 11. Okay. Dann bekommt ihr. Das verstehe ich nicht, warum die. Nein, ist egal. Bekommt ihr. Lasst mich mal kurz schauen. Den hier aufgedrückt. So, die Stünzmühle lassen wir noch. Die dürften ja noch nicht alt sein, die Fahrzeuge eigentlich, oder? Naja, immerhin 12 Jahre, ne? Was fahrt ihr dann so durch die Gegend? Ihr kriegt auch, oh, ihr kriegt wieder Gelenkfahrzeuge. Da haben wir alle drei Sorten mal verbaut. Da fällt mir ein, ich wollte die Ladegeschwindigkeiten der Fahrzeuge noch anpassen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das zur Sonntagsfolge mache. So. Das haben wir auch gemacht. Den dürften. Moment, jetzt dürften die gleich getauscht werden, alle Mann. Genau. Jetzt müssen wir uns mal über die Stramm-Ersatz mal Sorgen machen langsam. Und zwar diesen hier. Den würde ich gerne auf Tatra belassen. Aber halt modern. Sprich den hier. So, die da oben habe ich schon ersetzt. Da wird der erste schon ersetzt. Sehr gut. Die hier lassen wir auch auf Tatra. Und zwar aufs kleine T setzen wir die. Kleine T bedeutet Touristersteuerung. Ihr müsst euch vorstellen, in jetzt Berlin, in der Nähe, wo ich wohne, sind zwei Sorten von Tatras durch die Gegend gefahren. Einmal der KT4D. Mit Chopper-Steuerung, der modernisierten Chopper-Steuerung, früher TV3. Und der KT4 DT, kleine T hinten, für Touristersteuerung. Die man so nettet zum Anfang und zum Ende des, wenn der Wagen beschleunigt und stehen bleibt wieder. So, das haben wir auch alles gemacht. Ich staune, dass die Straßenbahn teilweise echt wirklich Plus machen. Also bin ich echt erstaunt. So. Gut, dann haben wir die 20 Minuten auch eigentlich schon erreicht und uns ist eigentlich nur um die Kulturtram und ein bisschen ÖPNV-Ersatz gekümmert. Hallo? Wo ist jetzt meine Kulturtram drin? Das ist die. Das ist die. Seht ihr mal, so schnell kann man sich verlaufen. Hier, schwamm mal. Hier ist Staubing. Also haben wir sie hier drüben gebaut, weil wir uns immer gedreht haben. Ich möchte aber teilweise echt voll durcheinander. Warte mal, Bauteil. Nee.
Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe doch. Moment. Die Kultur dran da ist. Ja, doch, war doch richtig. Oh, ich nun wieder. So. Hier ist ja die Kulturtraum. Oh je. Ach du meine Güte. Die dürfte eigentlich plus machen, ne? 600, 700.000. Na ja, ganz toll. Würde mich ja glatt reizen, da mal einfach so in so ein, na, wie schimpft sich denn das Teil? Doppelgelenker darauf zu setzen. Ah, die haben auch nicht mehr Kapazität. Eher weniger. So. Gucken wir gleich mal hier noch das Gelände an. Als ob ich nie da gewesen wäre. War nie hier gewesen, das ist alles nur eine Fata Morgana gewesen. Die Strecke hat schon immer so ausgesehen. So, nehmen wir das hier hinten noch weg, sehr schön. Peter, ich war nie da gewesen. So, so schön. So, das weg. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass dem Volk jetzt nicht mehr schlecht wird bei der Kulturtraum. Nein, war nur ein Chat. Was ist denn mit der PZ08 los? Alter. Das bist doch du, ne? Na doch, hast du 167 bei. Also nächste Folge kümmern wir uns dann wieder um die Züge. Und in der Sonntagsfolge gehen wir dann den ÖPNV in den einzelnen Städten an. Müssen wir dann in mehreren Teilen machen, das können wir nicht alles in einem Teil machen. Alter, was hier abgeht an dem Bahnhof. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr Anregungen habt oder Fragen oder sonstiges, immer rein in die Kommentare damit. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Train Fever. Bis dahin eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.